Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem Der Aktionär TV-Interview. In der letzten Woche, da stieg der deutsche Leitindex von einem Jahreshoch zum nächsten. Das letzte, das wurde dann am Montag dieser Woche markiert. Und gestern, da folgten dann aber Gewinnmitnahmen. Über die aktuelle Lage an den Märkten spreche ich jetzt mit Jochen Stanzel von CMC Markets. Herr Stanzel, wir haben ja am Dienstag also einen Rückgang beim DAX gesehen. Ist das jetzt eine gute Einstiegschance? Was meinen Sie? Ich denke, das ist noch ein bisschen zu früh. Die Kurse, die können schon noch ein bisschen zurückkommen. Wenn man die Situation vergleicht, wir hatten ja zwei große Kurslücken nach oben. Einmal nach dem Brexit-Referendum, die haben wir geschlossen. Danach ging es dann um 400 Punkte fast abwärts. Jetzt haben wir die Kurslücke vor ein paar Tagen geschlossen vom Jahresbeginn. Wenn wir uns da zurückerinnern, hatten wir ja China, die ihre Währung abwerteten. Da hat dann die große China-Angst hier die Runde gemacht in Frankfurt. Diese Kurslücke haben wir jetzt auch vor ein paar Tagen geschlossen. Hier kann es jetzt also auch noch, sage ich mal, auch deutlicher zurückgehen. Das wäre auch gesund. Letztendlich können die Kurse nicht jeden Tag ansteigen, sondern müssen auch mal zurückkommen. Aber wie gesagt, in diese, oder wie Sie es angedeutet haben, in diese Schwäche hinein, können Fondsmanager letztendlich, die ja immer noch in Aktien investieren wollen, günstiger einsteigen. Es ist ja immer noch das Thema, dass Fonds, Investmentfonds sehr stark in den Emerging Markets in den USA investiert sind. Die werden das jetzt sicherlich hier genau beobachten, wenn die Kurse zurückkommen, dass sie hier auch ein bisschen, sage ich mal, diversifizieren können. Machen wir kurz einen Abstecher in die zweite Börsenreihe. Wie haben sich denn zuletzt eigentlich MDAX und TecDAX entwickelt, also äquivalent zum DAX? Also wir haben beim MDAX einen ganz anderen Stand. Der Mittelstand ist letztendlich fester unterwegs, da die Indizes. So macht es auch Sinn, eben sich immer mal auch Einzelaktien anzuschauen, die nicht in der ersten Reihe stehen. Wir haben viele Aktien, die da auf Allzeithochs sind, die stabile Aufwärtstrends haben. Auch im SDAX zum Beispiel, wenn wir das Spiel noch weiter treiben, viele, viele Unternehmen, die letztendlich ziemlich unbeeindruckt auch von den Volatilitäten im DAX, also von den Aktien in der ersten Reihe waren. Der DAX ist ja auch letztendlich negativ beeinflusst worden von Skandalen wie dem Dieselgate. Wir haben die Versorger, die komplett eingebrochen waren. Wir haben eine Lufthansa, die immer noch in endlos Streiks mit den Piloten und auch mit dem Kabinenpersonal steht. Also das sind lauter solche Geschichten, die dann auch den Index insgesamt, den DAX, dann auch schwächer dastehen lassen. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, sich hier MDAX, TecDAX, SDAX, die Indizes und eben auch Einzelwerte dort ganz engmaschig anzuschauen. Und das ist auch etwas, was viele Anleger jetzt langsam wieder, so habe ich den Eindruck, wieder tun. Sie schauen sich Einzelwerte wieder nach den Fundamentaldaten an und scheren nicht alles über einen Kamm, was ja in Krisenzeiten in den letzten Jahren so war. Wenn man gesagt hat, jetzt gibt es eine schlechte Nachricht aus Asien, also verkaufen wir heute querbeet alles, was es so gibt. Das findet nicht mehr in dem Maße statt, sondern man schaut sich hier eben Einzelwerte noch stärker an. Und da macht es Sinn, eben ein bisschen über den Tellerrand vom DAX auch hinauszuschauen. Schauen wir jetzt doch mal in die USA. Stichwort Zinswende. Wann rechnen Sie denn Sie mit einem zweiten Zinsschritt? Die Märkte erst im Dezember mit jetzt 54%, also ein bisschen mehr als 50% Wahrscheinlichkeit, dass im Dezember das kommt. Das ist der wahrscheinlichste Termin, der gehandelt wird, weil wir im November auch noch Wahlen haben. Und da sagt man, die US-Notenbank wird nicht vor den Wahlen die Zinsen anheben. Wir haben jetzt aber einen Vertreter gehabt, den Herrn Dudley von der Notenbank in den USA, der meinte, ja, September ist möglich. Die Märkte, die unterschätzen die Wahrscheinlichkeiten, dass es zum zweiten Zinsschritt kommen könnte. Es gab auch verschiedene andere Notenbanker, die gesagt haben, von den Wahlen lassen wir uns nicht beeindrucken. Also es kommt so ein bisschen das Gerede wieder über die Zinswende in die Märkte, könnte die Märkte ein bisschen beunruhigen und macht eben auch den Dollar interessant. Gerade heute Abend, 20 Uhr, der Mitschnitt der letzten Notenbank-Sitzung wird da veröffentlicht. Das kann hier bei Dollar und auch bei den sicheren Häfen Gold und Silber für einige Schwankungen sorgen heute. Und zuletzt wollen wir noch auf den Ölpreis zu sprechen kommen. Werden die OPEC und Russland im September die Förderung kürzen? Womit rechnen Sie? Also ich versuche das irgendwie auszuwerten, was diese Länder sagen. Wir haben Nigeria und Iran, die schon sagten, wir werden da, wenn wir teilnehmen, dann nicht da beschließen, jetzt irgendwie uns einschränken zu lassen. Russland meinte auch, ja, da wird wahrscheinlich nichts beschlossen werden. Die Saudis sagen aber, lass uns doch zumindest mal zusammensitzen in Algerien. Da findet eine Ölkonferenz statt und da will man sich eben parallel dazu mal zusammenfinden und mal sprechen, ja, wie sind denn da die Möglichkeiten? Aber wenn schon zwei große Ölproduzenten wie Nigeria und Iran
das kategorisch ausschließen und auch die USA da überhaupt gar nicht mit dabei sind. Die werden sich da nicht hinsetzen, weil wer soll da verhandeln? Es wird nicht ein Präsident Obama im Namen von der Ölindustrie, die privat ist, auftreten und sagen, okay, wir machen da jetzt mit. Das ist also eigentlich nicht möglich. Aber was sehr wohl sie geschafft haben, die Saudis durch diese Gerüchte und durch diese immer wieder während sich zitieren lassen in der Presse, dass es sowas geben könnte, so eine Kappung. Sie haben die Leerverkäufer in der letzten Woche aus dem Markt rausgedrängt. Die haben ihre Short-Positionen gedreht in Long-Positionen. Das hat jetzt für den Moment eben den Ölpreis deutlich steigen lassen. Aber die Fundamentaldaten darf man nicht vergessen, sind weiterhin, stehen diese Anstiege auf wackeligem Boden. Also da auch in diese Fahnenstange hinein macht man eigentlich als Trader nicht, dass man da noch einsteigt, sondern man wartet jetzt eher mal, dass die Preise wieder ein bisschen runterkommen. Jochen Stanzel von CMC Markets, vielen Dank für das Interview. Gerne. Liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder mit dem Der Aktionär TV Interview. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.